Hallo liebe Birdies, heute darf ich euch ein richtig cooles Produkt vorstellen. Und zwar handelt es sich um Rooibos Schwarz. Gerade für mich in der Schwangerschaft ideal geeignet als Getränk. Koffein ist in der Schwangerschaft nicht so ideal fürs Ungeborene. Man kann natürlich Kaffee trinken, falls jetzt die ein oder andere aufschreit. Ich glaube bis zu 3 Tassen am Tag. Ich habe schon in der Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn darauf verzichtet. Und jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft war ich auch wieder auf der Suche nach Alternativprodukten. Ich bin dann auf diesen Rooibos, Kaffee will ich es nicht nennen, weil es ist kein Kaffee, aufmerksam geworden. Der ist von Tee von Kamp und ich durfte den freundlicherweise jetzt testen, ausprobieren und mir meine eigene Meinung bilden. Ich muss sagen, ich bin ein großer Rooibos-Fan, also Rooibos-Tee schmeckt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb hat es einfach perfekt gepasst. Als erstes zeige ich euch mal, wie man diesen Rooibos zubereitet. Die Zubereitung ist ganz einfach. Ihr bereitet den Rooibos Schwarz einfach zu wie ganz normalen Kaffee. Ich habe hier so eine italienische Espressomaschine. Damit schmeckt es mir am besten, also grundsätzlich jeglicher Kaffee. Und da fülle ich einfach Wasser rein, gebe dann dieses Sieb rein. Den Rooibos und wie ihr seht, er ist nicht so dunkel wie Kaffee logischerweise, weil es ja auch kein Kaffee ist, aber ihr werdet dann fasziniert sein, wie das im Endeffekt in der Tasse aussieht. Ich muss ihn jetzt auch nicht besonders stark haben, gerade jetzt so am Nachmittag, und das finde ich halt so genial. In der Schwangerschaft versuche ich wirklich auf Koffein zu verzichten und damit gelingt es halt echt mit Leichtigkeit. Deckel drauf, Platte ein und dann einfach nur noch warten. Hier steht auch noch, dass man ihn eben auf andere Weisen zubereiten kann. Es gibt auch noch unterschiedliche Rezepte. http://teevomkap.de. Ich habe mir jetzt quasi meinen Nachmittags-Rooibos-Kaffee gemacht, oder Rooibos. Boah, sieht da nicht mega lecker aus. Bei Kaffee darf bei mir Milchschaum nie fehlen, deshalb kommt hier noch ein wenig Milchschaum rein. Und da erkennt ihr auch die rötliche Färbung des Rooibos. Und das ist wirklich 100% biologisch. Und ja, da tut ihr euch und dem Baby auf jeden Fall nichts Schlechtes. Wie bereits erwähnt, ist es für mich einfach eine sehr, sehr gute Alternative für Kaffeeersatz ohne Koffein, was mir halt sehr wichtig ist in der Schwangerschaft. Wenn ihr den Geschmack von Rooibos mögt, dann liebt ihr den auf jeden Fall. Es ist so, durch diesen Prüfvorgang schmeckt es jetzt schon kaffeeähnlich, aber man schmeckt diesen Rooibos-Geschmack schon raus. Also ich denke, für alle, die Rooibos gar nicht mögen, ist es nichts. Aber für alle, die gerne so, ja, so eine leichte Kaffeenote haben und einfach ja, einen fancy Drink am Nachmittag, wie halt ich das auch bin. Also ich mag einfach ganz gerne mal so ein warmes Getränk mit Milchschaum am Nachmittag, und für mich ist er einfach perfekt. Deshalb stelle ich ihn euch auch vor und ich hoffe, dass ich der ein oder anderen weiterhelfen konnte, wenn sie auf der Suche nach einem Kaffeeersatzprodukt ist. Alle, die sich fragen, wo man den herbekommt, ich verlinke es in der Infobox. Ihr bekommt den auch bei Amazon. Es gibt sogar einen Gutscheincode, den konnte ich für euch rausschlagen, für alle, die ihn probieren wollen. Der ist auch in der Infobox verlinkt, also schaut auf jeden Fall in die Infobox. Und wer Interesse hat, soll ihn auf jeden Fall ausprobieren. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Alle weiteren Infos findet ihr in der Infobox verlinkt. Und bis bald. Tschüss!